Herzlich willkommen zum First Class Energy Podcast, dein Podcast für mehr Lebensqualität durch neues Bewusstsein. Hier warten kraftvolle Impulse, Übungen, Meditationen und vieles mehr auf dich, damit du dein Mindset verändern, dich selbst empowern und deine Resilienz stärken kannst. Ich bin Susanne Ulmer und ich begleite dich hier ganzheitlich und vor allem von Herz zu Herz auf deinem Weg. Bist du dabei? Ich freue mich auf dich. Wie schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für diese neue Folge hier in meinem Podcast. Ich möchte mit dir heute über das Thema Opfer oder Schöpfer sprechen. Es gibt Situationen, wo wir uns meist unbewusst zum Opfer machen. Dies zeigt sich dann, wenn wir im Alltag mit uns selbst oder anderen sprechen. Wir sagen dann zum Beispiel, ja, das kann ich nicht oder das schaffe ich nicht, weil oder die Umstände sind gerade nicht gut genug, um anzufangen. Manche sagen auch, ja, meine Kindheit ist schuld daran, dass ich das nicht schaffe. Meine Eltern sind schuld daran, dass ich das und das nicht hinbekomme. Meine Lehrer, die sind schuld daran, dass ich heute mich nicht gut konzentrieren kann und so weiter und so fort. Letzten Endes ist es so, dass immer dann, wenn wir uns selbst zum Opfer machen, dass wir zum einen nicht an uns selbst glauben und dass wir immer eine Ausrede parat haben, warum wir das, was uns tatsächlich gut tut, nicht in Angriff nehmen. Immer dann, wenn wir uns selbst zum Opfer machen, stärken wir etwas anderes. Und zwar das, was in der Vergangenheit liegt, eine Geschichte aus der Vergangenheit oder jemanden sogar, der uns klein halten möchte. Wenn wir uns zum Opfer machen, werden wir nie das erreichen, was wir erreichen könnten. Wir werden auch nie das erreichen, was wir uns von Herzen wünschen. Und wir werden uns immer selber die Handschellen an Hände und Füße anlegen, weil wir uns selbst nichts zutrauen. Mit diesem heutigen Podcast möchte ich dich dazu einladen, dass du dich in deinem Alltag überprüfst. Wo machst du dich selbst zum Opfer? Wo erzählst du dir selbst Geschichten, die überhaupt nicht wahr sind? Wo bleibst du in der Vergangenheit, anstatt dir deinen jetzigen Moment und somit deine Zukunft schöner und besser zu gestalten? Wo suchst du nach Ausreden, anstatt einfach anzufangen? Was auch immer heute in deinem Tag oder auf deinem heutigen Weg auf dich wartet, prüfe dich. Bin ich gerade im Opfermodus oder bin ich in meinem Gestaltermodus? Denn wenn du in deinem Gestaltermodus bist, wirst du automatisch nach Lösungen suchen. Du wirst dich automatisch auf das Gute und Schöne ausrichten. Und du wirst dich wieder für das öffnen, was dir gut tut, was dir Freude bereitet und was du von Herzen gerne tun möchtest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, voller gestalterischen und glücklichen Momenten. Und du hast die Kraft, aus der alten Welt auszusteigen und dir die neue Welt so zu formen, die du leben oder in der du leben möchtest. Ich wünsche dir ja alles Gute für heute und freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören. Deine Susanne.